Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochmorgen. Bettina und ich ein bisschen vom Winde verweht hier in Gernsheim. Wetter ist scheiße vorhergesagt worden und es läuft prima. Es regnet nur, wenn es uns nicht stört. Stimmt's? Genau. Genau. Und ja, wir haben uns überlegt, heute was zu machen zum Thema die eigenen Ansprüche an den Hund und inwiefern man die gegebenenfalls an die Realität anpassen muss, weil dann vielleicht die Dinge nicht so laufen, wie man sich die vorgestellt hat. Ich will ganz ehrlich zu euch sein, ich habe wirklich eigentlich ja komplett die Zeit, die ich Hunde habe, habe ich Hunde vom Züchter mir geholt und habe ich Hunde als Welpe geholt. Ich weiß, manche sagen, gerade du müsstest dir doch irgendwie einen schwierigen Hund holen und so. Ich mache es mir ehrlich gesagt gerne einfach und zwar genau wegen dem Thema, um das es heute gehen soll. Ich habe Ansprüche an den Hund. Ich habe jeden Hund, den ich mir geholt habe, mit Sinn geholt. Also habe noch nie einen Hund gehabt, den ich mir geholt habe, weil ich ihn süß fand oder so, sondern alle Hunde, die ich hatte, das hatte einen Sinn, das hatte einen Grund, warum ich diesen Hund geholt habe. Aber das ist natürlich, ob dann am Ende die Realität den Ansprüchen oder ob das deckungsgleich ist, das ist nochmal eine andere Sache. Und das ist, glaube ich, bei dir auch so ein bisschen Thema, ne? Ganz genau, ja. Es ist anders gekommen, wie ich mir eigentlich vorgestellt habe. Ich habe mir einen Hund holen wollen, um auch den Sport auszuüben mit ihr. Meine alte Hündin war verstorben und ich wusste genau, dass ich berufstätig bin und habe mir gedacht, Welpe und so, das schaffst du einfach nicht. Dann holst du die ganz einfach von einem bekannten Hundesportkollegen, schaust du mal, war aber gerade jetzt nicht so auf dem Markt und dann habe ich halt mal mich so ein bisschen umgehört und habe da so einen Tipp bekommen und bin dann da hingefahren. Der hat also gesagt, ja, ich habe eine Hündin da und die ist für den Sport geeignet, ist auch Familie gewohnt und meine Vorstellung war auch, außer den Sport mit ihr zusammen zu machen, sie sollte in die Familie integriert werden und sie sollte auch mit dem Hänger fahren, weil wir immer vier Hunde hatten und immer mit dem Hänger unterwegs und genau. Und alltagstauglich sein, für mich war diese soziale Verträglichkeit zum Beispiel sehr wichtig. Ja. Und ja, dann habe ich mir den Hund auch angeschaut. Ein Schäferhund. Ganz genau, ein deutscher Schäferhund aus der Leistungslinie. Und bin dann dahin gefahren, habe sie mir vor Ort zu Hause angeschaut und bin dann auch mit denen zusammen auf den Hundeplatz gefahren. War na klar, wollte man sehen, okay, wie verhält sie sich. Und ja, für mich war das alles sehr unauffällig und habe dann auch, abgesehen davon, dass sie sehr hübsch ist, ja, genau, ich habe mich auch sofort in sie verliebt und habe sie dann mit nach Hause genommen und ja, habe sie dann auch mit auf den Hundeplatz und das kam alles ein bisschen anders, wie ich mir vorgestellt habe. Mhm. Ich habe also gemerkt, dass sie nervlich sehr dünn ist und nicht wirklich Spaß auch am Hundesport hatte. Dann ist aufgefallen, dass sie auch viel kreiselt und überhaupt nicht bei der Sache ist. Mhm. Ja, die Kommunikation hat gar nicht gestimmt und dann habe ich mir gedacht, oh, da musste ich jetzt wirklich was machen, weil das geht so nicht. Und habe dann den Weg zu HTS dadurch gefunden, über Longieren und Gerätearbeit, weil sie ein sehr starkes Energiebündel ist und ich gemerkt habe, okay, du musst jetzt erstmal ein Stückchen zurückrudern, back to the roots, erden sozusagen. Und das war mein Weg zu HTS. Ihr hat den Faden verloren. Na Gott sei Dank ist ja die Frau Balse anwesend, weil ich erinnere mich auch noch daran, wie wir uns kennengelernt haben. Also wenn man, weil du hast das jetzt alles sehr, sehr nett dargestellt, aber als ich den Hund kennengelernt habe und das erste Mal gesehen habe, das war in Usingen am Hundeplatz, das weiß ich noch, habe ich gedacht, ach du Scheiße, ey, was ist das denn bitte, ja? Da hat die sich ohne Unterbrechung im Kreis gedreht und so. Toll war damals, das war ja ein Lehrgang für meine Trainer. Genau, ich war Proband sozusagen. Ja, genau. Und toll war, dass, dass man dann doch gesehen hat, tatsächlich nach ein paar Minuten Arbeit und so, dass sie sich schon auch da rausholen ließ. Aber von dem Bild, sag ich mal, was Bettina hatte, als sie sich den Hund angeschafft hat, zu dem, was da damals vor uns stand, da liegen Welten dazwischen. Und ich glaube, dass man da also sehr gute Nerven haben muss und das
frage ich dich auch gleich noch, und die Entscheidung treffen muss ja an irgendeinem Punkt, will ich das? Ja. Ja, weil sowas geht ja, ja den Rest ihres Lebens. Und ja, gab es diesen Moment, und ich weiß ja, du hast sie noch, von daher, ja, gab es den Moment, dass du gedacht hast, ich pack das nicht? Und wenn ja, warum hast du dich dafür entschieden, sie trotzdem zu behalten? Ja, es gab viele solcher Momente, da bin ich ganz offen und ehrlich. Und es gab auch Momente, da stand ich mit ihr im Wald, völlig verzweifelt. Ich habe Rotz und Wasser geheult, weil der Hund auch so verzweifelt war. Ich habe das genau gemerkt. Wir haben nicht miteinander gearbeitet, sondern gegeneinander. Ja. Ja. Und es ist wirklich nicht einfach mit so einem Hund, der nervlich so dünn ist und eigentlich so in sich selber gefangen, ja, zu arbeiten. Und es hat wirklich sehr viel Nerven, Kraft und Energie gekostet. Und ich bin froh, dass mein Mann und meine ganze Familie uns da unterstützt haben. Ja. Und es gab auch den Moment, wo ich gedacht habe, ist das der richtige Weg für uns beide, für den Hund und für mich? Ja. Hat sie es vielleicht woanders besser? Ja. Oder ist das alles richtig? Und da habe ich ja auch die Unterstützung dann vom HTS-Team bekommen. Und ja, wir haben es ja vielleicht nicht ganz geschafft, aber wir sind auf einem wirklich guten Weg. Der wird nie so richtig zu Ende sein. Es, ja, gibt einfach Dinge, das wird sie nicht schaffen und es wird so bleiben, wie sie ist. Aber ich liebe sie auch so, wie sie ist. Und ach, aber ja, ich sagte ja, irgendwann sind sie 12 und dann ist alles easy. Wirklich. Genau. Also, ihr Lieben, uns interessiert natürlich total. Schreibt uns bitte in die Kommentare, wie ist denn da eure Story in Anführungsstrichen? Hattet ihr eine Idee und einen Anspruch an einen Hund, dann habt ihr euch den Hund geholt und am Ende ist was ganz anderes bei rausgekommen. Wart ihr vielleicht auch mal verzweifelt und wusstet nicht richtig weiter? Wie habt ihr euch entschieden? Es ist völlig okay, wenn ihr sagt, ich habe mich dagegen entschieden. Ich respektiere das total. Wenn jemand sagt, nein, das ist nicht, ich möchte das nicht als Teil meines Lebens so haben. Ich suche lieber ein besseres Zuhause. Schreibt uns das in die Kommentare. Da freuen wir uns. Ja. Und wie immer, liked und teilt das Video. Ich glaube, es ist ein interessantes Thema, wo wir ganz gespannt sein dürfen, was da eure Geschichten sind. In diesem Sinne, ja, wünschen wir euch noch einen ganz, ganz tollen Mittwoch. Bettina, ja, ist übrigens HTS-Co-Trainerin, das habe ich, ja, vergessen zu sagen. ja, in diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen Restmittwoch gehabt. Euch wohl, bis nächste Woche. Tschüss.